Ja. Bücherspiegel, oh, schön. Ja, Kamera. Ja. Buch von Tee. Kannst natürlich. Ja. Siehst du? Ja, es ist nicht alles nur so wie bei im Nachbarland, Bundesland. Ja, ich finde das gut, Mama. Ich finde das nicht witzig, ja, ich finde das gut. Zu tun, das ist nicht normal. Ach, hör doch auf. Warum redest du so mit mir? Das weil ich das albern finde. Das ist trotzdem ja ungewiss, hab ich doch mal gelernt. Ich bin froh, dass hier was aufhört, dass es nicht so ist wie in Niedersachsen. Sag ich dir ganz ehrlich. Also ich mal sehen, wie spät haben wir? 20, ja. Ja. Ist das, ja. Tote Oma. Ah. Doch, heißt es auch. Ach so. Ja, Dutzwurst können ja auch wie Pinkel sein. Bremer Pinkel, die ist ja auch ja. Dutzwurst. Ja, die gibt's. Sieht gut aus. Tote Oma. Okay. Tote Oma. Ja, vielleicht holen wir die uns daher zum Mitnehmen. Können wir ja für zu Hause. Ja. Tote Oma. Schlagwurst gibt's auch. Rotwurst. Pottsuse. Ich nehme Pottsuse. Aber das müssen wir nachher. Wie lange hat er auf? Da hat er durchgängig geöffnet. Ja? Nee, das kannst du vergessen. Das ist hat er? Ja. Pottsuse, Kesselgulasch, ne? Ja, also... Das finde ich immer gut. Das ist schon eine Sache. Hier ist Specker. Ja. Also das... Die haben, die machen ja hier ganz andere Sachen, denn natürlich als ich, als... Wobei, so Janka, weiß ich gar nicht, ob das hier so bekannt ist. Ja, wir mal gucken, wir haben ja heute am Tag da auch solche Suppen. Ja. Ja. Ja, aus MV kenne ich das natürlich. Weißt du, was mich jetzt mal interessieren würde, nur mal aus Neugierde, wenn wir jetzt in Schwerin wären, ob das Schlosspark Center auch würde? Glühwein mit Schloss. Ja, aber das ist ein Einkaufszentrum. Ja, aber da ist die Schlachterei drin. Ja, halt auch. Natürlich. Ein Kopf kommt dann wieder nach oben. Oder auch ein halber Kopf so. Ja. Weil, deswegen wundert mich das hier mit dem Buchladen. Weil sonst haben wir die hier. Was zu essen angeboten wird, die haben ja gehört. Also in MV haben alle Buchläden zu. Ja. Da hat nämlich neulich ein Buchladen in Wismar sich nochmal drüber beklagt. In MacPom ist das dicht. Aber wahrscheinlich ist das... Ja. Haben die hier eine andere Regel in Sachsen-Anhalt? Das kann natürlich sein. Das ist ja unterschiedlich. Keine Ahnung. Und hier sind wir damals mit dem Bus gefahren. Nach Schierke, denn. Ja. Wir gehen einmal rüber und dann wieder zurück. Ja. Haben. Ja. Besser, ja, genau. Das finde ich ja gut, dass Susanne auch mal in den Osten fährt, also sprich nach MV. Das finde ich gut. Als naja, für dich ist das ja nah bei. Ne? Ja, aber vor allem denn lernt sie mal, ne? Dann lernen Sie mal ostdeutsche Spezialitäten kennen. Ich kenne ja die Ossis nicht.
aber GS, ist es nicht Goslar? Das ist nicht Osten, GS. Mhm. GS ist dein geliebtes Nieder. Ja, Goslar, ne? Deswegen ja. Hat er auch angehalten. Genau, und die Mecklenburger werden weitergefahren. Wir sind doch nicht in Mecklenburg, wir sind hier in Sachsen-Anhalt. Ich weiß, aber die Mecklenburger werden auch nicht weitergefahren. Jetzt ein bisschen leiser, nicht so, dass wir rumfallen. So, sollen wir mal gucken, ob Susi sich gemeldet hat? So, mal eben sehen, was ist das hier? Ja? Glaube ich nicht. Warte mal, ich will mal eben wissen, was das ist. Doch, ist ein okay, ja. Alles klar. Ach ja. Oh. Stand vor der Haustür, weiß nicht von wem. Na, dann hat sie es dahingestellt. Wahrscheinlich hat sie... Hat sie das irgendwann heute hingestellt, oder? Ja, eben, als wir telefoniert haben, Sven-Uwe. Ja, was weiß ich, was deine Schwester denn heute sie Vormittag macht? Sie sagte doch, dass sie da jetzt gerade sind. Ja, das ist aber wieder dämlich von ihr, ne? Dann kann sie doch mal vorher Bescheid sagen. Dann kann man das natürlich auch anders organisieren, ne? Aber Shani hat sie Schiss, dass sie infiziert ist, weil sie im Krankenhaus ganz immer arbeitet. Wir sehen sie ja nächste Woche. Ja, dann kann man dir auch nicht helfen. Naja. Naja, was soll's. Denn soll sie ihre FFP3 bitte aufsetzen, weil die hat nun wirklich mit Infizierten da zu tun. Ja, schade, da hätten wir jetzt lecker essen können. Ja, überall. Das ist wirklich nicht schön und ich wünsche mir auch, dass sie das bald beenden mit dieser Gastronomie-Schließerei. Die Häuser sind, weißt du, woran mich diese Häuser hier so erinnern? Das ist überall hier, Kachberg. Bei uns. Ich rede jetzt von Nordosten. Ich war ja mal in Ludwigslust. Da haben sie auch so ein Fachwerk. Ja, da haben sie auch Fachwerk. Ja, aber es ist überall hier. In Göttingen, genau. Und Duderstadt, überall ist das so. Ja. Guck mal, das ist der Radiosender hier. MDR ist, glaube ich, Mitteldeutscher Rundfunk. Ja. Ist, ne? Ja. Aber viele. Ja. Wahnsinn. Einige. Da frierst du mit? Ja, ich hab ja mit dem kalten Hemd. Das wundert mich jetzt aber wirklich, Mama. Wir haben nicht russische Temperaturen. Oh. Hier, da war doch was verkauft als Buchberater. Jetzt online bewerben, Svenny. Der Steinecke ist hier oben. Also nicht in unserer Heimatstadt. In ja, gut. Hausgemachte Einkäufe. Na so, Janka, was sag ich? Natürlich. Na, dann ist ja gut. Dann ist ja gut.
Das gibt's schon nicht. Da, vor Jenke. Ja. Ja, das habe ich in Schwerin laufend gegessen, Mama. Da erzählt's mir ja nichts Neues. Das ist ja wohl nicht. Bloß, ich bin am Hin und Her überlegen, weil mich interessiert hier zum Beispiel das hier. Schwertchen oder Gutsmaß? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier alles, wie man das draußen essen oder soll man das mitnehmen? Man muss ja mal gucken, ne? Wir laufen jetzt erstmal noch am Stück aus. Wohin denn? Ja. Guck mal, die haben auch geöffnet. Ja, die Bücherläden haben wir geöffnet. Ich bin echt zart. Wenn, ja, ich bin. Es ist halt ein anderes Gesetz als in Westdeutschland. Ich finde das, wie gesagt, ich finde das gut so und hätte mir das auch für MV gewünscht, dass die Buchläden aufmachen. Aber in, ja. MV stößt man da auf taube Ohren, weil Frau Schwesig ja damit argumentiert, das sei Corona gefährdet. Dabei macht Sachsen-Anhalt, macht es. MV nicht. Finde ich nicht gut, dass MV das mitmacht. Ne, aber ist wie es ist. Ne? Ja. Aber dass sie dafür den 100 Kilometer fahren, das finde ich ja schon sportlich. Ne? Und heute Abend dann wieder ganz zurück. Ganz fährt doch gerne. Ja. Susanne, die muss doch mal irgendwas unternehmen. Ach, sie ist denn die treibende Kraft. Na klar, Sicherheit. Ja, oder nicht so, ne? Vielleicht ist ja mit Eon, ne? Vielleicht ist er ja auch dabei. Das glaube ich eigentlich nicht. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich nicht. Der fährt doch keine 100 Kilometer am Samstagmorgen. Ein bisschen weiter da zum Schneehaufen. Nein, nein, das wird er nicht. Das wird Leon nicht sein. Ja, die Bekannten unterhalten sich denn, ne? Schönes Hotel.